Was SLS passieren wird, wird allen anderen Raketen, die halt eben nicht wiederverwendbar sind, auch passieren. Das ist einfach, die Zeit der nicht wiederverwendbaren Raketen ist dann einfach vorbei. Und das ist wirklich was, was noch nicht bei allen angekommen ist, glaube ich. Und dann wird langsam der Übergang funktionieren zu Starship. Und dann, ja, da muss man mal sehen, ob das jetzt nur noch Starship sein wird oder eben noch ein bisschen Falcon 9, je nachdem, ne? Das wird dann eine Weile dauern. Sie war schon richtig. Das ist bemerkenswert, wie gut die Landungen funktionieren. Nicht? ja, Punkt zu Punkt. Ich bin ein bisschen, also ich habe so ein bisschen Probleme damit im Sinne von, das ist doch ein Haufen Resources, die man benutzen würde, um FedEx-Pakete zu liefern. Ja? Die Agenturen dafür da sein sollten, unsere Fähigkeiten weiter draußen zu verbessern. Ich meine, gut, der Zug geht ja auch, der Zug ist ja schon lange abgefahren in dem Sinne. Nicht? Batterien sind nicht speziell für die Raumfahrt entworfen worden. Das ist Quatsch, ja. Das sind natürlich vielleicht spezielle Batterien mal gewesen. Mittlerweile ist es eigentlich fast alles nur noch Lithium-Batterien. Und das Einzige, was halt die Raumfahrt unterscheidet, ist, dass die Batterie vielleicht ein bisschen besser getestet ist, ja. Aber ich würde nicht, um Gottes Willen, würde ich nicht versuchen, eine Batterie zu kaufen, die speziell für die Raumfahrt gemacht ist, ja. Weil dann ist es ein kleiner Rand, dann heißt das, das mag zwar viel Qualitätssachen geben, aber da alles, was ein kleiner Rand ist, alles, was kleine Stückzahlen sind, ist fundamental, typischerweise einfach nicht so, ist Handarbeit, ja, und variiert. Und von daher, Sachen zu nehmen, die also aus Massenproduktion kommen, und die dann zu testen, das ist für mich völlig logisch, dabei, ne? Ich überlege gerade noch, ob es irgendwie was speziell gibt für die Raumfahrt. Gut, manchmal gibt es halt Sensoren und so Sachen, die halt speziell für die Raumfahrt sind, sie sind halt entsprechend teuer. Manche Sachen werden halt so gebaut, dass sie da vorher nochmal getestet werden. Das ist auch durchaus wichtig, aber ein Computer ist ein Computer. Ich meine, das ist irgendwie mittlerweile gang und gäbe, ne? Ja, und ich kenne also Leute, die in der europäischen Raumfahrt irgendwo arbeiten, sind einfach näher, weil sie örtlich näher dran sind. Und da kenne ich Naja. ein paar Leute, die sagen halt auch so bei bestimmten Sachen, dann brauchst du für irgendwelche Bauteile eine Qualifizierung und musst im Prinzip ausgebildet sein, um was Bestimmtes zu machen. Aber eigentlich weiß Ja. niemand mehr genau, Ja. warum es diese Zertifizierung gab. Und es ist dann sehr schwer im Nachhinein festzustellen, von wegen könnten wir ein anderes Teil benutzen oder was würde es vielleicht auch tun. Also das stimmt ja von deinem Teil auch. Du brauchst eine Qualifikation, aber die kannst du ja auch selber machen. Du kannst deinen Teil qualifizieren. Du kannst den Teil nehmen, ja, und eine Batterie nehmen und kannst sie halt entsprechend qualifizieren. Setzt sie durch ein Testprogramm durch, dann ist es qualifiziert und dann von da an fliegst du das. Der Trick ist dann ein bisschen wirklich sicherzustellen, dass die Batterie sich nicht ändert, ja, und dass der Hersteller nicht ein bisschen weniger Material hier und so weiter und so fort nimmt. Das ist natürlich dann tricky, ja. Aber im Prinzip eine Qualifikation ist einfach nur im Prinzip ein länglicher Test. Und das war's, ne? Vielleicht, ich sag mal, das Paradebeispiel für Old Space ist das Wort, gibt es eigentlich so nicht. Das hat sich irgendwie so eingebordet als Gegenstück zu dem New Space. Aber SLS der NASA ist für mich praktisch eine sehr konventionell entwickelte Rakete, wobei da sehr viel alte Space Shuttle Hardware praktisch wiederverwendet wurde und auch dies noch gab. Ich sag's manchmal so von wegen, ist eigentlich noch ein Zombie aus Shuttle Hardware. Und vieles ist halt irgendwie politisch motiviert. Jetzt ist so, da denke ich mir immer, wenn das Starship, was es mal können soll, ist ja auch für die NASA Menschen auf dem Mond landen, in einem Human Landing System. Und wenn ich mir dann vorstelle, wenn das Starship mal können wird, dass eigentlich damit dann das SLS der NASA überflüssig ist, weil im Prinzip dann gibt es einen Träger, der die Fähigkeiten grob hat. Hängt ein bisschen, also man muss ein bisschen auch von NASA-Seite aus sehen. Nicht? NASA wusste nichts von wegen Starship vor, ich glaube, 20 Jahren hat SLS gebraucht. Okay. Jedenfalls, damals wusste man halt eben nicht, dass Starship kommt und von daher war die Entwicklung schon irgendwie eine logische Entwicklung. Ja? Darüber hinaus braucht NASA auch ein bisschen eine Garantie sozusagen, ja, dass sie das auch machen können. Ja? Und dann auf der anderen Seite ist es halt eben auch eine Rakete, die zum ersten Mal funktioniert, weil eben auch das ganz schlecht aussieht, wenn NASA so ein bisschen links und rechts Raketen in die Luft jagt, wie SpaceX das gelegentlich auch getan hat, auch mit einzelnen Stufen, ja. Also für Testprogramme natürlich nur, ja. Und von daher, das ist halt einfach eine andere Herangehensweise, ja. Wenn ich eine Rakete baue, die beim ersten Mal funktionieren muss,
Naja, da muss ich halt schon irgendwie Wege finden, Sachen zu, die ich, Sachen zu na, über nachdenken, sozusagen darauf zu kommen, die ich ansonsten einfach teste. Ja. Und man kann dann immer noch falsch sein dabei. Ja. Also, ich weiß es nicht. Also, ich finde schon die iterative Methode von SpaceX ein bisschen logischer. Und, aber man muss eben auch anerkennen, dass SLS beim ersten Mal funktioniert hat. Nicht? Und das ist schon durchaus auch bemerkenswert in der Hinsicht. Und was ja eigentlich auch spannend ist, naja, die NASA ursprünglich, also in den 50er, 60er Jahren, hat die NASA auch richtig viel kaputt gemacht. Also das heißt im Prinzip, die Saturn 5 ist Ja, immer noch meine genau. Lieblingsrakete, selbst bei allen neuen Raketen, aber davor wurde sehr, sehr, sehr viel kaputt Genau. gemacht und die Saturn 5 ist makellos geflogen dann, aber auch da gab es Genau. diese steile Learn-Kurve. Und NASA hat im Prinzip dabei gelernt, ganz früh, also in den 50ern, 60ern, wie du schon gesagt hast, und das dann eben angewendet. Das Shuttle ist ja eigentlich auch so ein Ding, wenn man sich das anguckt, nicht? Das ist schon verrückt. Da war im Prinzip ein Schleudersitz dran oder sowas, ja, so ein bisschen so, da war von Anfang an der erste Flug war bemannt. Also, sorry, astronautisch, glaube ich, das richtige Wort, ja. Obwohl in diesem Fall war er wirklich bemannt, aber ist ja auch egal. Also, und das ist schon ein Ding. Also, das ist noch nie geflogen, ja, ist unglaublich komplex. Und da steckt man zwei Leute rein und die haben einen Schleudersitz, der vielleicht funktioniert bis, was weiß ich, irgend sowas wie 3.000 Füße oder so, ja. Und danach wird es einfach auch zu schnell, ja. Und dann wird es einfach schwierig, da rauszukommen. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und das ist schon eine Leistung, die muss man auch schon anerkennen, weißt du? Ich will noch mal so ein bisschen zurück, von wegen, das SLS könnte überflüssig werden durch Ja. das Starship. De facto, wenn das Starship Ja. funktioniert, macht sich sogar SpaceX selber Konkurrenz. Also eigentlich haben Falcon 9 und Heavy können dann gar nicht mehr so wirklich gegen anstinken, das, was das Starship mal können. Gut, das muss man ein paar Sachen sehen. Also, das ist jetzt der dritte Flug. Mit ein bisschen Glück geht er halt zum Orbit, nicht? Mit ein bisschen Glück haben wir dann auch mal den Versuch von Wiedereintritt. Ja? Aber das wird noch eine Weile dauern, bis man sagt, wir haben genügend Erfahrung, um da jetzt Astronauten reinzusetzen. Das wird einfach eine Weile dauern. Das ist so, ja. Und dann in der Zwischenzeit wird NASA weiterhin Falcon 9 benutzen. Andere Organisationen, das weiß ich, Axiom und wie heißt er? Polaris, Isaac, Isaac nein, nicht Mann, Isaac. ja. Ja, genau. Wird das auch noch benutzen und dann wird langsam der Übergang funktionieren zu Starship und dann, ja, da muss man mal sehen, ob das jetzt nur noch Starship sein wird oder eben noch ein bisschen Falcon 9, je nachdem, nicht? Das wird dann eine Weile dauern. Das Gleiche gilt eigentlich auch ein bisschen für SLS. SLS ist unglaublich teuer. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Zahl war. Ich glaube, ich Eins, hatte zwei mal, Milliarden pro Start. genau, das habe ich auch im Kopf, 2 Milliarden, nicht? Milliarden im B. Das wird sich einfach auch über diese Schiene in meinen Augen regeln. Ja. Wo dann irgendwie Leute sagen werden, okay, das ist einfach, das ist 2 Milliarden und hier haben wir, was weiß ich, was es kosten wird am Ende, ja. Und da wird sich das wahrscheinlich drüber reden. Ich finde, also ich sehe momentan aktuell keine Raketen, die irgendwie ansatzweise von den Fähigkeiten da hinkommen, Ja. wo SpaceX mit den Falcon-Raketen sind. Jetzt kommt die nächste Rakete, dann ist so ein bisschen die Frage, auch wenn man dann vielleicht SpaceX selber sagen würde, okay, eigentlich brauchen wir die Falcon nicht mehr oder wir haben eh alle unsere Kunden umgebucht auf Starship. Ja. Ich finde das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich zu sagen, dann, ja, könnte praktisch die vorherige Raketengeneration auch von woanders starten. Ist das, also ich meine, es gibt ITAR, also praktisch, dass man irgendwie Waffen nicht exportieren darf und darunter fallen natürlich auch Raketen, aber ich sag mal, die USA sind ja auch so bekannt dafür, dass sie auch Sachen exportieren an ihre Partner, sage ich jetzt mal. Das ist, glaube ich, eine schwierige Sache mit Raketen. Also ich weiß nicht genau, wie das laufen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht, ob sich die politische Landschaft da ändern wird. Aber momentan ist es eigentlich eher andersrum in der Hinsicht. Also, dass Falcon 9 irgendwo anders starten wird, das scheint mir relativ schwierig zu sein. Vielleicht schon eher, wenn es irgendwie Punkt zu Punkt geben wird für Starship, dann ist das eine andere Sache. Aber dann hat man ja so ein bisschen auch so diesen Flugzeugmodus, ja. Und Flugzeuge landen ja auch in anderen Ländern und starten von da aus wieder, ja. Also, das ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Da muss man, glaube ich, umdenken, ja.
Und was ich auch noch sagen wollte, übrigens, was SLS passieren wird, wird allen anderen Raketen, die halt eben nicht wiederverwendbar sind, auch passieren. Das ist einfach die Zeit der nicht wiederverwendbaren Raketen ist dann einfach vorbei. Und das ist wirklich was, was noch nicht bei allen angekommen ist, glaube ich. Viele Leute glauben noch, dass es irgendwie, das wird wieder weggehen oder ich weiß nicht genau, was da eigentlich passieren soll. Aber die ist ja schon, die Eine Halbverwendbare ist Modeerscheinung. ja eigentlich schon da, nicht? Und selbst wenn es schwierig ist, die Oberstufe wieder zu verwenden, ja, dann ist immer noch die Halbverwendbare da und geht nicht weg, ja. Und das ist irgendwie was, wo ich denke, da muss man nochmal drauf reagieren, nicht? Und da passiert halt nicht viel. Aber gut. Großer Teil dieser Wiederverwendung ist auch das Landen von Raketen, was so spektakulär aussieht und was mich tatsächlich auch Ja. zur SpaceX getrieben hat, sage ich jetzt mal. Ne? Ich habe landende Raketen gesehen, ich dachte, das ist Fake, und dann informiere ich und dann merke ich, oh, Ja. das passiert regelmäßig, weil man es in Deutschland überhaupt nicht auf dem Zettel hatte. Point to Point, du hast es angedeutet, also gibt einen sehr inspirierenden Talk auch von Gwynne Shotwell, wo sie im Prinzip in einem TED-Talk erzählt, von diesem Point-to-Point, und Ja. der Moderator total unglaublich ist, nein, das wird doch nicht passieren. Und jetzt muss man sich überlegen, naja, SpaceX landet regelmäßig Raketen in US-Militärbasen. Also das heißt, von der Ja. Sicherheit her scheint das nicht so das Problem zu sein, wenn das die US Air Force dem zustimmt, und da ist auch, soweit ich glaube, Landlandung ist noch nie einer schiefgegangen. Ich glaube, es gab ein paar Booster, die flöten gegangen sind auf dem Ja. Drone-Tip, aber ich glaube, Land ist noch nie was passiert. Und das ist ja im Prinzip diese Zuverlässigkeit, von der wir sprechen bei dem Starship durch diese Wiederverwendung, dass wir diese hohen Startraten haben. Also ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Wie stehst du zu Point to Point? Also gut, zum ersten Mal die Landung, tatsächlich ist da relativ wenig Treibstoff drin, nicht? Weil der ist sozusagen alles verbraucht, nicht? Und die Landung selber hat sehr wenig Treibstoff, schon deswegen. Dass sie nicht schiefgegangen ist, das finde ich auch erstaunlich. Also alle Landlandungen haben bisher reibungslos funktioniert. Auch die Drone-Ship oder ja, die Drone-Ship-Landung letztlich sehr wenig Probleme. Eigentlich immer nur hoher Seegang oder so. Das macht es halt schwieriger. Ja. Aber Sie sagt schon richtig, das ist bemerkenswert, wie gut die Landungen funktionieren. Nicht? ja, Punkt, Punkt. Ich bin ein bisschen, also ich habe so ein bisschen Probleme damit im Sinne von, das ist doch ein Haufen Resources, die man benutzen würde, um FedEx-Pakete zu liefern. Ja? Also, das muss schon ein bisschen was Wichtigeres sein, ja, wenn man das mal macht. Und es gibt ein paar Sachen, da ist es wichtig, ja, wo man halt, was weiß ich, irgendwas, einen Hubschrauber irgendwo hinbringen muss oder irgendwie was anderes, ja. Und das muss halt schnell gehen und man hat einen Kack oder sowas, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das eine Sache ist. Aber dann nach wie vor, das sind wir auch für eine völlig wiederverwendbare Rakete, wird das ein teurer Spaß werden. Ja, ist immer noch teurer, ist eine ganze Ecke teurer als ein Flugzeug, selbst wenn ich nur die Treibstoffkosten sehe. Ja. Und dann ist es halt noch ein Haufen mehr Treibstoff als für ein Flugzeug. Ja. Also denke ich mir, das wird wahrscheinlich eine Nische, zumindest am Anfang sein. Ja. Wer weiß, ob das später mehr wird. Aber von der Zuverlässigkeit mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen. Weil, wie gesagt, die Landung ist gut demonstriert. Das ist ziemlich gut getestet. Obwohl natürlich auch, was hatte ich jetzt gehört, 200 oder 300 Landungen? 200, glaube ich, waren es nicht. 200, mehr als 200. Oder 250 waren es. Das ist natürlich auch noch eine relativ niedrige Zahl, wenn man das vergleicht zum Beispiel zu den Landungen von Flugzeugen. Nicht? Da passiert an einem Tag an Flughafen wesentlich mehr als 250. Ja? Da muss man eben noch dran arbeiten. Aber so grundsätzlich sieht das schon mal recht gut aus, finde ich. Ich habe die Statistik gerade offen, also 310. Falcon 9 Start steht an, 240. Flug eines Flight Proven Boosters und 254. Wiederflug eines Boosters. Und die 210. Landung am Stück wäre es beim nächsten Mal, also die erfolgt. Also das sind schon sehr Ja, beeindruckende Statistiken. Also schon bemerkenswert. ich glaube, Paket oder die Lieferung, das hatte mich so ein bisschen auf das Thema gebracht, dass wir in einer Zeit leben, wo tatsächlich die Transportdienstleistung in den Ja. Weltraum, dass die eingekauft wird. Ne? Das heißt, also ob das jetzt Satellitenkunden sind oder ob Ja. das Agenturen sind und so weiter, das ist jetzt tatsächlich ist eine Dienstleistung. Das ist, die man einkauft, und man auch, ich würde sagen, SpaceX hat es vorgelebt,
es für alle Beteiligten besser ist, dass man das als Dienstleistung einkauft und jetzt vielleicht nicht irgendwie Systeme staatlich unbedingt vorhalten muss. Ist damit irgendwo so die, oder ich will auf den Punkt hinaus, dass ich irgendwo so das Gefühl habe, dass die Raumfahrt auf der Agenturseite, also wo man eigentlich historisch das so war, dass sind da halt die Grenzen der Menschheit zu erweitern, dass das eigentlich aus dem Leo weiter wegrucken muss. Also das heißt im Prinzip, dass das Ja. jetzt Privatfirmen gut Ja. machen und dass man denen das auch gut in die Hand geben kann und die das auch gut gehandelt Genau. kriegen, aber Ja. die Agenturen dafür da sein sollten, unsere Fähigkeiten weiter draußen zu verbessern. Ich meine, gut, der Zug geht ja auch, der Zug ist ja schon lange abgefahren in dem Sinne, ne?